Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit den drei häufigsten Fehler, die, ja, sagen wir mal 99% der Männer bei Frauen machen und wie du sie ganz einfach verhindern kannst. Und wir fangen direkt mal an mit der ersten Sache. Und die erste Sache, die ganz, ganz viele Männer falsch machen und über gefühlt alle von diesen Sachen, die ich jetzt hier besprechen werde, könnte ich ein eigenes Video und einen eigenen Videokurs machen. Vielleicht mache ich das auch. Aber die erste Sache, die ganz viele Männer falsch machen im Umgang mit Frauen und warum es mit den Frauen nicht funktioniert, ist, dass sie zu sehr auf das Frauenthema fokussiert sind. Das ist ganz witzig. Ich habe letztens noch mit einem guten Freund, ehemaligem Coaching-Teilnehmer, darüber gesprochen, der auch meinte, ja, irgendwie stört ihn das voll, dass das Thema nicht funktioniert und egal, was er versucht, es klappt einfach nicht. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, vielleicht bist du einfach ein bisschen zu sehr auf das Thema fokussiert, ne? Und das ist auch die Idee, wenn Leute davon sprechen, die Frau auf einen Sockel zu stellen oder die Frau auf ein Podest zu stellen. Das ist einfach, wenn die Frau eine zu große Wichtigkeit in deinem Leben einnimmt. Ich meine jetzt nicht speziell die eine Frau, deine Ehefrau, sondern Frauen im Allgemeinen. Und was du tun solltest, ist, dass du dir auf jeden Fall, du musst dir halt ein Leben gestalten, das dich auch auf andere Weise inspiriert. Du musst gucken, in welche Richtung möchte ich gehen, was ist meine Zielsetzung, was ist für mich wichtig im Leben. Du musst dir erstmal ein Leben aufbauen und die Frau kommt dann sozusagen als Bonus, als Geschenk dann dazu, könnte man sagen. Es gibt da so einen Spruch, der in diese Richtung geht, der quasi sagt, die Frau ist eine Belohnung für ein gelungenes Leben und so ist es auch. Und wenn du immer noch fokussiert bist auf Frauen und dass es mit den Frauen läuft, dann findest du vielleicht irgendwann eine Frau, aber hast dann auch irgendwie gar kein richtiges Leben, weil du dich nicht darum bekümmert hast, nichts aufgebaut hast. Und das merkt die Frau dann auch und das ist keine positive Sache und das führt einfach nur zu weiteren Problemen. Dann hast du bist zu sehr in der Sache drin, zu viel Zeit, zu viel Aufmerksamkeit und das ist auf jeden Fall deinem Erfolg für Frauen oder Frauen gegenüber abträglich. Das heißt, ganz, ganz viele Männer sind zu sehr fokussiert darauf. Gerade, und wir haben das ja auch in den vergangenen Videos schon mal besprochen, gerade wenn du zum Beispiel Jungfrau bist, dann hast du das Gefühl, boah, das ist jetzt ein Thema, das ich unbedingt regeln muss, das muss jetzt passieren und ich werde jetzt meine ganze Energie da reinstecken. Nein, steck deine Energie lieber in dein komplettes Leben, gestalte dir ein geiles, schönes Leben, so wie du es gerne leben möchtest, mit wichtigen Aspekten. Anderes Video, über die wir nochmal sprechen werden. Und dann funktioniert es auch automatisch besser mit den Frauen. Natürlich musst du was machen. Ich sage jetzt nicht, oh, lehn dich zurück, setz dich auf deine Couch und warte, dass die Frauen durchs Fenster reingeflogen kommen. Das passiert natürlich auch nicht. Aber ein Leben zu führen, das dich selbst zufriedenstellt, gibt dir auch mehr Power, mehr Kraft überhaupt, dich um dieses Frauenthema ordentlich kümmern zu können. Die zweite Sache, und das ist wirklich so eine Sache, das ist einfach so eine Sache, die mich persönlich auch immer aufregt, wenn ich das bei Leuten sehe, wenn man quasi seine Macht als Mann abgibt. Das ist so ein Spruch, den benutzt Orlando Owen ganz gerne. Männlichkeitstrainer kann ich nur empfehlen, der ist super. Der sagt immer, seine Macht als Mann abgeben. Und was das eben bedeutet, heißt, dass du ja deine eigene Persönlichkeit, wenn du hoffentlich überhaupt eine hast, oder deine eigenen Meinung und Einstellung, wenn du die hoffentlich kultiviert hast oder generell weißt, was deine Meinung und Einstellung zu Dingen sind, dass du sie aufgibst für eine Frau. Das ist zugegebenermaßen eine Sache, die tendenziell eher jüngere Männer machen, aber auch ältere Männer machen das. Ich sage tendenziell, aber ich habe auch viele ältere Männer getroffen, mit vielen älteren Männern telefoniert, die auch diese Sache machen, auch unter diesem Problem leiden und die dann, um der Frau zu gefallen, um es der Frau recht zu machen, ihre eigenen Meinungen dann nicht vertreten, nicht für sich einstehen und das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen schädlich für dich und deine eigene Persönlichkeit, für dein eigenes Selbst, nicht Bewusstsein, aber dein eigenes Selbstvertrauen und natürlich auch für die Anziehung, die zwischen dir und der Frau herrscht. Da haben wir öfter schon drüber geredet, wenn die Frau merkt, sie muss nur einmal kurz pusten und dann kippst du um oder wehst weg wie ein Blatt im Wind, dann ist das nichts, was die Frau oder der Frau das Gefühl gibt, oh, ich habe da einen starken Mann, auf den ich mich verlassen kann an meiner Seite, sondern sie kann sich halt nicht auf dich verlassen, offensichtlich nicht, weil sie dich ganz einfach manipulieren kann. Und auch wenn Frauen tendenziell mehr zur Manipulation tendieren als Männer und das auch besser drauf haben, weil sie allgemein im sozialen Gefüge ja Sachen besser rauslesen können und Sachen besser erkennen, haben die Frauen eigentlich keinen Bock, dass du von denen manipuliert werden kannst. Naja, also du musst da einfach standhaft sein, du musst da einfach Einstellung haben, Meinung haben und die sollten wichtiger sein als eine Frau. Ich habe das, glaube ich, in den vergangenen Videos schon mal gesagt, aber wenn es an den Punkt kommt, dass du hier eine Frau hast und hier eine fundamentale Einstellung von dir, etwas ist, was fundamental zu deinem Charakter gehört, und das wird von der Frau herausgefordert, musst du dich immer für deine Einstellung entscheiden und gegen die Frau. Natürlich findest du sowas optimalerweise früh raus, wenn du mit der Frau zusammen bist
und Kinder bekommen hast und zusammen ein Haus gekauft hast und dann findest du raus, irgendwelche grundlegenden Sachen passen überhaupt nicht zusammen, dann hast du auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht und dann hast du natürlich ein Problem, weil dann musst du extrem viel, dann verlierst du hier extrem viel, nur um für deine eigene Einstellung einzustehen. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Also die Frauen wollen das auch nicht anders. Die Frau will keinen Mann, den sie umpusten kann. Die Frau will keinen Mann, der ihr nach dem Mund redet. Keine Frau will so einen Mann. Außer vielleicht die, keine Ahnung, 3% von Leuten, die oder von Frauen, die auf unterwürfige Männer stehen, die finden das dann vielleicht toll. Aber glaub mir, 99%, 97%, jetzt muss ich natürlich 97% sagen, wo ich 3 gesagt habe, 97% der Frauen da draußen haben absolut keinen Bock auf so einen Mann. Und ich kann dir auch sagen, dass das auch was mit Männern macht. Also wenn ich Leute treffe, die nicht für sich selbst einstehen, die man so ein bisschen überfahren kann, die so Ja-Sager sind, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Respekt vor diesen Männern. Und ich habe auch keinen Bock, mit denen Zeit zu verbringen im großen Maße, weil das einfach langweilig ist. Weil egal, was ich sage, die stimmen mir immer zu. Die sind, also ich kenne das von vielen von meinen Fans, sage ich mal, die mich dann treffen oder mit denen ich ein bisschen quatsche, die dann, ja, ich kann das ja auch nachvollziehen. Du siehst Leute auf YouTube und du denkst, oh mein Gott, ja, bei denen läuft's alles und das sind ja krasse Leute, weil die auf YouTube sind. Und dann reden die einem quasi nach dem Mund. Und ich merke immer wieder, wenn sowas passiert, wie ich selber, es fällt mir unglaublich schwer, solche Leute zu respektieren. Na, also natürlich respektiere ich sie und behandle sie gut, aber es fällt mir schwer, einen ehrlichen Respekt gegenüber diesen Männern zu haben, weil sie eben nicht für sich selbst einstehen, weil sie nicht in der Lage sind, ganz klar zu sagen, wie sie Sachen sehen, weil sie nicht in der Lage sind, Nein zu sagen, sondern einfach nur Leute sind, die dir nach dem Mund reden und es gibt nichts Schlimmeres und es gibt nichts, was Frauen mehr hassen und es gibt nichts, womit du deinen eigenen Charakter und dein eigenes Leben mehr sabotieren kannst, als wenn du deine eigenen Einstellungen oder Meinungen aufgibst, um es anderen Leuten recht zu machen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und pass besonders auf, persönliche Warnung von mir, weil da habe ich gemerkt, dass das extrem ziehen kann, passt besonders auf in Gruppensituationen. Gruppensituationen, ich will nicht zu tief in dieses Thema einsteigen, aber haben einen ganz starken Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und können unsere Persönlichkeit, unsere persönlichen Einstellungen ganz, ganz stark überschreiben. Das hat einen extremen sozialen Einfluss und da musst du immer aufpassen, weil in Gruppensituationen kannst du ganz automatisch dazu tendieren, mit der Meinung der Gruppe zu gehen. Das ist ganz automatisch, dass wir Menschen das machen. Deswegen da besonders bewusst sein und da besonders aufpassen. Die dritte Sache, die deinen Erfolg bei Frauen sabotiert, ist, dass du nicht in Handlung kommst. Und das ist ja nun wirklich das, was sich bei, und ich sage jetzt wieder 99%, aber ich meine wirklich bei 99% der Leute da draußen sehe, die Leute kommen einfach nicht in Handlung. Die Leute machen einfach nichts, die Leute gehen nicht raus, die Leute lernen keine Frauen kennen. Gut, gerade ist es ein bisschen schwieriger, offensichtlich kannst du nicht in den Club gehen, aber die gehen auch nicht auf die Straße und oh mein Gott, ja, auf der Straße Frauen ansprechen, das kann man ja nicht machen. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Also die Leute machen einfach nichts, die Leute kommen nicht in Handlung. Die Leute sehen vielleicht eine Frau, die ihr gefällt und sagen dann, ach ja, also ich würde die schon gerne kennenlernen, aber hingeht da gar nicht, das geht ja jetzt nicht, nee. Also die Leute bleiben einfach an ihrer Grenze stehen, trauen sich dann nicht ein bisschen drüber hinaus. Und ich meine, das ist ja was, das ist das, was ich mit der Arbeit hier mache. Also das ist ja das, was ich dir auch in Coachings beibringe, wie du das eben machen kannst, wie du diesen Schritt gehen kannst. Ich bringe dich eben in Handlung und wir entwickeln dich an einen Punkt, wo du regelmäßig in Handlung gehst, was das Frauenthema angeht. Und das ist das, ganz, ganz viele Männer einfach nicht machen und bezieht sich natürlich nicht nur auf den Frauenbereich, sondern ganz, ganz viele Männer treten einfach generell in ihrem Leben nicht in Handlung, was auch dann wieder der Grund dafür ist, zurück zu Punkt 2, dass sie keine Einstellung und keine richtige Persönlichkeit und keine richtigen Charaktereigenschaften entwickeln. Und baut sich ein Problem auf dem anderen auf. Das heißt, wenn du auch zu diesen Männern gehörst, alles cool, aber sorg dafür, dass du in Zukunft in Handlung kommst. Ich meine, ich kenne das ja auch. Ich habe früher auch nichts gemacht und habe auch mich langsam in dieses Thema eingearbeitet und es hat viel Überwindung gekostet, mich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich wirst du auch Ablehnungen erfahren. Das gehört einfach dazu. Das ist ja auch ganz normal. Ablehnung bedeutet einfach, hier passt irgendwas nicht zusammen, vielleicht auf einer charakterlichen Ebene. Und das ist überhaupt nicht wild. Aber komm in Handlung. Das ist wirklich der Nummer 1 Punkt. Und ich habe ihn ja am Ende genannt, aber der Nummer 1 Punkt, offensichtlich, wenn du nicht in Handlung kommst, kann gar keiner von diesen anderen beiden Punkten, die ich mit dir besprochen habe, überhaupt ein Problem werden. Und ich sage dir, und ich gebe dir da die Hand drauf, wenn du diese drei Sachen in deinem Leben nicht falsch machst, die wir gerade besprochen haben, dann musst du Erfolg mit Frauen haben. Dann bist du ein Typ, der Erfolg mit Frauen hat. Dann gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund mehr, warum du keinen Erfolg mit Frauen haben solltest. Es gibt keinen Grund mehr. Das sind die drei Hauptgründe, warum es nicht funktioniert. Darauf kannst du dich fokussieren, das kannst du ändern. Und als Aufgabe an dich jetzt, weil
es ist halt sinnlos, wenn du das Video guckst und dann nicht in Handlung kommst. Wir haben gerade darüber geredet. Als Aufgabe an dich, setz dich mal hin nach diesem Video, nimm dir mal Stift und Papier und schreib dir mal auf, wie diese drei Bereiche bei dir aussehen. Wie sieht es aus? Ja, kommst du regelmäßig in Handlung? Vertrittst du deine Meinung? Stehst du für deine Einstellung und Meinung ein? Hast du überhaupt welche? Hast du welche etabliert? Schreib dir diese drei Punkte, die wir jetzt besprochen haben, auf und reflektier mal für dich, wie sieht es bei dir im Leben aus? Machst du es? Machst du es nicht? Wie könntest du es besser machen? Welche aktiven Handlungsschritte, Punkt Nummer 3, könntest du unternehmen, damit es in Zukunft besser wird? Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns bald wieder. Wenn du Fragen zum Thema hast, schreibst du mir in die Kommentare. Ich schaue dann durch, beantworte die Fragen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen Tag. Mach die Aufgabe. Bis bald. Ciao.